Es sieht ja danach aus, dass die Nachtgastronomie auf jeden Fall schließen wird. Denn unabhängig davon, ob der Lockdown jetzt untertags oder in der Nacht kommt, es wird auf jeden Fall ab 22 Uhr einen Lockdown geben. Davon gehen mittlerweile eigentlich alle aus. Was bedeutet denn das für die Nachtgastronomie? Grüß Gott, Herr Fellner. Ja, im Großen und Ganzen ist es, jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache, wenn man so sagen möchte. Es ist die prekärste epidemiologische Lage, die unser Land jemals erfahren musste oder erfährt. Und ich glaube, dieses Verschlafen der Politik auf Länder- und Bundesebene zeigt jetzt diese wirklich schlimmen Maßnahmen, die gesetzt werden müssen. Aber besser diese Maßnahmen jetzt als länger zuzuwarten. Für die Nachtgastronomie ist das ganz einfach. Kommt eine Sperrstunde, die mit 22 Uhr festgelegt wird oder überhaupt ein genereller Lockdown, es macht keinen Unterschied, das heißt für uns die Schließung. Ob das jetzt in allen Bundesländern gleich gemacht wird, mit einer bundesweiten Lösung oder regional unterschiedlich ist, das wird man sehen. Aber wichtig ist jetzt hierbei, es sind jetzt verschiedene Minister gefragt, Tourismusministerin Köstinger mit klaren Ansagen, genauso wie der Gesundheitsminister Mückstein und vor allem Finanzminister Blümel ist gefragt, um hier diese Verunsicherung unter in den Tourismusbetrieben, natürlich vor allem in der Nachtgastronomie, etwas rauszunehmen und klare Ansagen zu machen, was die wirtschaftliche Unterstützung betrifft. Aber das heißt, Herr Ratzenberger, Sie gehen mittlerweile und die Branche geht mittlerweile davon aus, dass sie ab nächster Woche im Lockdown ist. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf oder muss, dann gehen wir davon aus, dass es zu einem Lockdown kommt, zumindest für die Nachtgastronomie. Aber wie gesagt, wichtig wären jetzt klare Ansagen. Es muss jetzt rasch gehandelt werden. Ich verstehe bis heute nicht, warum so lange zugewartet wurde bei dieser prekären oder in dieser prekären Situation. Es ist Verantwortung gefragt. Wir müssen unsere Verantwortung jeden Tag gegenüber unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern und gegenüber unseren Unternehmen verantworten und ausüben und tragen. Warum das die Politik nicht macht, kann ich nicht nachvollziehen. Daher dringend und rascher Appell an die Bundesregierung, hier zu handeln und klare Ansagen zu machen.